Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Aura 6 und ich hoffe, dass jetzt endlich mal alles läuft, denn ich habe so lange gebraucht, die heutige Aufnahme zu starten. Es ist nicht mehr normal, was manchmal alles dazwischen kommt. Denn erstmal gibt es Probleme mit dem Internet. Ich kann gerade nicht hier drauf online zugreifen und musste mir die Map deswegen kurzerhand downloaden. Ich hatte einige andere Möglichkeiten probiert, aber wenn ich zum Beispiel direkt über meine mobilen Daten am Handy spielen wollte, also USB-Tethering, dann konnte ich nicht gleichzeitig meine Kopfhörer anschließen, also den Soundausgang, wovon das Mikro gewissermaßen abhängt. Ich habe probiert, das jetzt unabhängig voneinander zu gestalten, dass ich quasi nur das Mikro anstecke und ohne Kopfhörer, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. In Outer City ist er dann immer hin und her gesprungen zwischen ganz laut und ganz leise von der Einstellung her. Das ist richtig weird. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Warum es so abhängig davon ist, wie der Mikrosound hier drinnen ankommt, ob ich nun die Kopfhörer angeschlossen habe zusätzlich oder nicht. Normalerweise sollte das keine Rolle spielen. Aber in dem Fall ist es immer wieder so und ich habe jetzt den Kampf aufgegeben vorhin und habe mir gedacht, komm, nee, da mache ich es eben doch jetzt nicht so, dass ich online gehe, sondern mir die Map download. Es ist immer wieder an der Zeit, dass ich mir ein Backup ziehe, denn das ist lange nicht erfolgt und das sollte man immer mal machen, falls irgendwas verloren geht. Und eigentlich müsste ich das auch in anderen Projekten viel, viel regelmäßiger machen, wenn man es genau nimmt. Aber ich würde sagen, dass ich nochmal drauf eingehen muss, was jetzt mit dem Inventar los ist. Und zwar könnt ihr es euch vielleicht denken, dass im Singleplayer das nicht genauso funktioniert wie im Multiplayer von den Dateien her, worin das gespeichert wird. Das heißt, wenn ich das nächste Mal im Multiplayer joine, sollte das auch wieder da sein. Aber wenn ich nun einmal so online bin, dann eben nicht. Und ich hoffe, dass es auch so ist. Zur Not müsste ich halt erneut mir das alles cheaten. Ich habe zum Glück den letzten Stand des Inventars aufgenommen, wie es gewesen ist und nicht zwischen den Folgen großartig was daran geändert. Das ist ja immer der Vorteil, wenn man es so macht wie ich, dass ich alles, was ich tue, entweder Livestream oder aufnehme im Prinzip. Und apropos, ich wollte heute eigentlich auch mal wieder die Folge vorbereiten, aber vorhin hatte ich so ein brisantes Thema, dass ich mir dachte, da kann ich jetzt nicht noch die Zeit verschwenden vorher und einen Stream machen, sondern das wollte ich direkt ansprechen. Hat sich jetzt eigentlich erledigt, weil das schon wieder Stunden her ist. Und ich entsprechend auch erstmal sowieso abseits von dem ganzen Theater, was ich gerade beschrieben habe, noch schauen musste, dass ich meine Festplatte einigermaßen leere. Denn auf der habe ich nach wie vor nicht so viel Speicherplatz frei. Ich hatte allerdings ein Video bereits geschnitten, nur da musste ich noch einiges abändern und anpassen, dann durchrendern mehrere Male. Immer wieder ist mir aufgefallen, ach scheiße, ist nochmal ein Fehler, dann nochmal neu und so weiter. Also das war auch wieder stressig. Und ich weiß nicht, warum an manchen Tagen alles dreimal so lange dauern muss, aber wirklich alles, wie es eigentlich sein sollte. Es ist so dämlich teilweise. Vor allem an einem Tag wie heute, wo ich eigentlich es mal probieren wollte, sehr früh ins Bett zu gehen, damit ich nämlich morgen noch ein bisschen eher schaffe, etwas zu schneiden und so weiter. Wer weiß, wie es darum bestellt ist. Vor allem, ich muss ja dann auch wieder darauf achten, dass ich meine Festplatte, weil ich sie heute vollhaue, erneut ein bisschen leeren kann. Und deswegen ist das absolut notwendig. Ich werde mich ergo ein bisschen beeilen gerade und versuchen, das Thema so schnell wie möglich anzusprechen. Es soll mal wieder um eine Sache gehen, die ich hier in der Serie häufiger untergebracht hatte, und zwar Strukturvertriebe, wo ich nochmal das ein oder andere betonen wollte. Ich hatte ja schon in der Vergangenheit angesprochen, dass teilweise die Kontaktierung da ganz schön komisch abläuft und auch gemeint, dass man dann so ein bisschen jedes Mal unter Druck gesetzt wird, indirekt, von wegen, naja, jetzt bist du ja gerade nicht ans Telefon gegangen und deswegen melde ich mich hier in der Memo, da wirst du ja bestimmt gleich das abhören, weißt du, als sollte mir zum Beispiel eingeredet werden, dass ich das direkt mache, nur weil das da gesagt wie so ein Befehl, aber nee, also das finde ich schon eine weirde Geschichte. Und ein weiteres Beispiel ist sowas wie, ja, jetzt bist du ja hier eine ganze Zeit lang nicht dich am Melden gewesen, das hat ja bestimmt eine geringe Priorität, da hast du sehr spät geantwortet und so richtig auf die Tränendrüse gedrückt. Ich meine, ich hatte vorher zum Beispiel in dem Fall schon was gesagt bezüglich der generellen Lage, ob ich Interesse habe oder nicht, und das eher negativ bewertet. Das heißt, dass ich da jetzt nicht ständig dranbleiben will und so weiter. Deswegen sollte eigentlich klar sein, dass ich jetzt nicht ständig erneut antworte. Also da verstehe ich nicht, warum man immer weiter so hartnäckig bleiben muss, obwohl auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich umso besser, denn das zeigt einmal mehr, dass das nicht ganz so seriös sein kann, wenn mit allen Mitteln
versucht wird, wirklich diesen Kontakt aufrechtzuerhalten und das Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Sonst geht es ja nicht um irgendwas anderes, Privates oder was weiß ich, sondern nur um diese Geschichte. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass das Ganze eher zu meinem Nachteil sein würde, wenn ich weiter darauf eingehe, beziehungsweise ich woanders eben besser wegkommen könnte, falls ich überhaupt Interesse habe. Und dann wird auch immer mit so komischen emotionalen Spielchen was gemacht, von wegen, naja, ich habe das eigentlich ganz anders eingeschätzt, dass du dich viel besser auskennst in dem Bereich, was jetzt zum Beispiel Mathematik angeht, so ein Grundverständnis und so, ne, da wird dann so rumgeredet, dass es doch eine ganz einfache Geschichte wäre mit dem Zinssatz, ne, nur wer den verstanden hat, der wird eben davon profitieren und wer ihn nutzt und alle anderen zahlen dafür, so ungefähr ging der Spruch. Und das sind natürlich immer so Weisheiten, die kann man so oder so sehen. Entweder ist es eine Anleitung à la Pistole auf die Brust, du musst jetzt hier unbedingt investieren, sonst bist du selber am Arsch, oder? Du kannst es auch als Kritik an dem System überhaupt verstehen, denn warum ist das eigentlich so, dass die Leute, die eben da nicht reingehen, direkt dafür zahlen müssen komplett? Und das ist doch insgesamt der komplett falsche Ansatz. Normalerweise müsste es so sein, dass man nicht darauf angewiesen ist, in irgendwelche Aktien, Fonds oder anderweitige Anlagemodelle zu investieren, sondern dass man so oder so abgesichert ist. Es geht ja zum Beispiel bei der Rentenversicherung darum, dass man natürlich in irgendeiner Form eine Altersvorsorge trifft und da wird schnell auch wieder mit Emotionen gespielt allgemein, dass man sich eben Sorgen macht und ne, es ist immer das Prinzip, dass die Not der Leute ausgenutzt wird in dem System von solchen Menschen, denn wenn jemand schon alles hat, da können sie ja kein Geld verdienen, ne? Da wird sich anderweitig umschauen oder ist abgesichert und braucht das alles nicht, sondern hier geht man gezielt an die Studierenden, an irgendwelche normalen Leute, ne, die jetzt nicht besonders reich sind und erzählt denen was vom Pferd. Das muss ich einfach ganz klar sagen, das ist mir jetzt auch nochmal sehr deutlich geworden und zwar werden da wirklich diese klassischen Lügen, kann man schon sagen, also anders kann ich es wirklich nicht beschreiben, verbreitet von wegen, naja, ja, die Reichen, die wissen ja alle, wie sie das machen und die Schere zwischen Arm und Reich ist ja nur so weit auseinander, weil die kleinen Leute sozusagen nicht wissen, wie sie das machen und wie sie investieren. Deswegen müssen wir das Wissen weitergeben und die Reichen werden natürlich ein Interesse daran haben, dass jeder davon profitiert. Klar, die wollen nicht, wie bisher es immer war, einfach ihr Geld vermehren auf dem Rücken der breiten Bevölkerung. Nee, das ist ja noch nie irgendwem in den Sinn gekommen, gell? Also das ganze Bild umfasst quasi diesen Trickle-Down-Effekt, dass nur der Reichtum einmal von oben nach unten sickern muss und das quasi einmal angestoßen wird und alle auf einmal ein bisschen reicher werden, wenn nur genug Leute selber reich sind und ihren Reichtum auch noch vermehren können an der Spitze. Aber wie ich sarkastisch vorher angemerkt habe, ist das eben nicht so, sondern es ist das genaue Gegenteil. Die breite Masse wird immer ärmer und oben mehrt sich das und mehrt sich und hört nicht auf. Alle wundern sich eigentlich nur darüber. Als ob, wenn ich jetzt versuche, das System auszunutzen, ich dann unbedingt profitiere. Höchstens kriege ich ein bisschen was raus, aber auf Dauer auch nicht so viel, dass es wirklich eine Absicherung darstellt. Im weiteren Sinne, zumindest wird es immer nur funktionieren, wenn derjenige, der mich berät, auch daran verdient. Und das ist meistens der Fall, wenn ich verliere in irgendeiner Form. Und man merkt ganz oft, dass die Logik grundsätzlich so umgekehrt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, das Rentensystem ist alles scheiße und es sollte vielleicht eher wie in Österreich so ein bisschen sein, dass alle wirklich einzahlen und diejenigen, die sich es leisten können, eben dann auch einen höheren Beitrag leisten. Die mittleren vielleicht auch, ne? Das ist dann so ein weiterer Effekt, den das ganze System gegenüber unserem hätte, aber grundsätzlich ist das ja zu begrüßen, dass eben die Reichen auch mehr einzahlen und dann kommt immer nur sowas, naja, die haben sich das doch alles erarbeitet und verdient, das kann doch nicht sein, dass die das abgeben müssen
Also eine höhere Prozentzahl oder generell einen höheren Wert. Ich meine, teilweise geht es ja nur darum, dass überhaupt diese Prozentzahl eingehalten wird und nicht über 1000 Schlupflöcher, die richtig reichen, vielleicht nur 5% zahlen von dem, was eigentlich notwendig wäre oder reinkommt bei denen. Das ist ja die Realität und das muss dann eben mal angegangen werden. Generell dieses System einzuführen grundsätzlich wäre schon ein besserer Schritt, als es so zu lassen wie jetzt auch immer.